Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Die neue Loot Chest ist da und die packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Bin ganz gespannt, was denn da drin ist. Allererstes das T-Shirt. The Losers Club. Ja, ich bin jetzt nun kein Loser, aber ja. Hier Süßigkeiten. Ja, die kenne ich von früher noch. Einige von euch kennen die bestimmt auch noch. Das sind so Weingummi-Glibber Süßigkeiten. Cool, nicht schlecht. Oh, das ist ja geil. Call of Duty Black Ops 3 Socken. Hammergeil. Das Spiel auch. Geil. Mal gucken. Größe 8 bis 12. Was das jetzt leider auf deutschem Niveau ist, kann ich natürlich leider nicht sagen. Ganze Gedöns raus. Ja, und so sehen die dann einmal von vorne und so einmal von hinten. Cool. Mit natürlich auch den drei Streifen für das Black Ops 3. Nicht schlecht. Oh, das ist ja geil. Bin großer Gears of War Fan. Spiel das auch selber. Eine Gears of War Figur ist da wohl mit drinne. Geil. Mal reingucken. Na, scheiß Ding. Man hat ja zum Glück immer eine Schere parat. Mal gucken, welchen, wo, wie macht man die am besten auf? Hier unten. Noch mehr Spannung. Schwarze Folie, dass man nicht gleich sieht, was drin ist. Na. Ah, cool. Ich habe diese welche Figur drin. Ich bin der Meinung, das ist der ganz normale. Nee, Gnasher ist das nicht. Ich glaube, das ist der. Oh, wie hieß der noch? Komme gar nicht drauf. Overkill ist der? Nee, komme ich gar nicht drauf. Ja, cool. Das sind noch unter anderem die anderen, die man hätte da drin hätte haben können. Auch nicht schlecht, ne? Cool. Kommt bei mir auf jeden Fall mit, bei meiner Xbox mit hin. Dann haben wir hier jetzt noch ein Original-Game-Soundtrack von Doom, eine CD. Geil, nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Postkarte. Achtung, Gehirn, zombiebu.de von Pummel and Friends. Mit so Donuts drauf. Das ist die Rückseite. Ganz normale Postkarte halt. Ja. Und oh, das ist ja geil. Supernatural Join the Hunt. Ich pack das nochmal aus. Das ist. Na, komm her. Ein Salz- und Pfefferstreuer. Na, komm her. Oh, ich hasse diese blöden Laschendinger dahinter. Das ist einmal der. Ein Benzinkanister-Optik. Da oben ist die Öffnung. Und der andere.
So, komm da raus. In so einer Fassoptik. Dann hier vorne. Nicht schlecht. Hier noch. Und hier eben halt auch die Öffnung. Cool, geil. Ja, das war's leider schon. Jetzt ist das Buch dann nur noch mit drin. Ne? Das war's schon für Oktober. Aber ganz geil. Ja. Das war's dann wieder. Die Box ist leer. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert mich, damit ihr alle weiteren Videos von mir zu sehen bekommt. Die Glocke aktivieren ist auch ganz wichtig, damit ihr seht, wenn das nächste Video oben ist. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, vergesst den Daumen nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao.